Willkommen zurück, Reisende. Wir sind ein Soulstone Survivor. Heute schauen wir uns mal den Elementalist an. Genug Steine haben wir. Wir werden uns jetzt erstmal freischalten. Und gucken, wie er sich spielt. Er hat also weniger Gesundheit, dafür mehr Schadensmodifikatoren. Minus 10% Modifikator der Wirkhäufigkeit, also er zaubert langsamer. Und plus 20% Bereichsmultiplikator. Also er hat einen höheren Bereich, in dem er treffen kann. Aber dafür langsamer und weniger Gesundheit. Wählen wir uns den jetzt mal aus. Und wie ihr vielleicht schon wisst. Ah, Runen. Runen. Wir brauchen Runen. Was haben wir hier denn? Heilig. Kann der heilig? Arkan, Eis, Natur, Feuer, Elektrisch, Schatten, heilig. Oh, genau. Was hätten wir denn noch so? Arkan, heilig. Arkan, heilig. Ach, wir nehmen mal heilig. Waffenexperte. Slam. Dashkontrolle nehmen wir mit. All deine zufällig gezielten Bereichseffekte werden nun stattdessen auf deine eigene Position gerichtet. Ah, cool. Also wenn wir... Das haben wir wohl auch freigeschaltet. Also wenn wir eine Fähigkeit haben, die ein Ziel, ein Gegner in der Nähe anvisiert, schießt es auf uns. Ey, das ist ja cool. Aber hier weniger Schaden. Ja. Ja, wir spielen mal mit dem Heilig. Das hier können wir ja wann anders testen. So. Wir brauchen Gold, dann müssen wir... Nein. Wir machen aber nur Fluchstufe 2, da wir den jetzt noch nicht kennen. Schauen wir uns den mal an. Gucken, wie er sich so spielt. Also der Tank letztes Mal, der hat sich ja sehr gut gespielt. Ah, wir treffen die direkt durchgehend. Also auch hintereinander. Das ist ja sehr schön. Ganz schön hier in eine Reihe stellen, bitte. So. Die ist bestimmt, wenn wir die gut hochkriegen, vielleicht gut gegen Bosse. Die Fähigkeit. So. Mal gucken, was er jetzt an Fähigkeit weiß. Wieder in die Richtung, in die wir schießen. Auch in die Richtung, in die wir schießen. Ja, warte. 5 giftige Schüsse ab beim Kontakt explodieren. Da steht nicht, welche Richtung. Vielleicht schießt er die... Na, er schießt sie doch einfach nur nach vorne. Naja, machen wir wenigstens auch ein bisschen Giftschaden. Blockkraft mal erhöhen. Weil noch müssen wir ja ganz schön nah hier überall sein. Jetzt haben wir ein paar Elite-Gegner. So. Also für den Anfang ist das mit dem Gift schon gut. Kettenblitz. Der haut ja, wie wir wissen, immer super rein. Schade ist, dass das Gift nicht auf dem Boden bleibt. Also, dass wir dann noch ein paar andere vergiften. Oh, was ist das denn? Hammer der Gerechtigkeit.
Wirf deinen schnellen Hammer vorwärts, trifft Feinde in einer Linie und kehrt zu deiner aktuellen Position zurück. Also verursacht jedes Mal 203 Schaden, wenn er durch die Feinde fliegt. Der Schaden wird bei kritischen Treffern mit 3 multipliziert. Also voll gut, wenn wir Crit erhöhen. Jetzt bringt ja Gold sammeln wieder nur nichts. Aber könnten wir ja eigentlich machen, wenn das hier sowieso schon rumliegt. Ah ja, gleich 4 Stück. Okay. So. Was haben wir denn jetzt noch? Auch wieder eine Fähigkeit. Flammenwelle verursacht. Standort ein gewaltige Explosion den Gegnern in der Nähe. Hm, verbrennen. Verbrennen ist gut. Dann lassen wir es heute mal jetzt mit den Bodeneffekten und sehen wir wieder nicht die ganzen Flächen von den Gegnern. Wenn hier so hunderte von denen rumlaufen und dann noch Bosse auftauchen, sehen wir ja ab und zu mal. Oh, ein Sprint mehr. Sehen wir ab und zu ja die Flächen überhaupt nicht. Auch schon wieder dieser Flammenheini, der überall Feuer verursacht, also nicht so weit gehen lassen. Oh nee, bring ich denn hin? So. Drei Blitzgeschosse. Jeweils 1015 Schaden. Oder wir schmeißen mitten im Gletscher. Das wäre dann cool mit der anderen Rune. Dann fällt er immer genau auf uns. Aber wir bleiben mal bei... Nein, nein, nein. Oh. Immer schön bei einer Fähigkeitsart so bleiben. Kommt man nicht an den Kristall dran, weil es da brennt. Was denn jetzt? Oh. Hätte ich schon gesagt. Alle Fähigkeiten. Wirkhäufigkeit. So. Da ist Gold. Wir brauchten ja noch 45, 55, irgendwie sowas. Gucken, ob hier noch was rumliegt. Also irgendwie nach oben und unten hin liegt auch nie was rum, ne? Immer nur in der Mitte. Was ist denn hier alles gestorben? So. Aber der mit seinem Explosionsfass hat uns getroffen. So, Kettenblitz. Ist hier irgendwo Gold. Aber voll geil, dass wir jetzt so einen Hammer haben, den wir werfen können. So, oh, Kettenblitz auf legendär erhöhen. Machen wir mal. Da, 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 da. Jetzt haben wir den Hammer mal ein bisschen verbessert. Oh, das ist auch neu. Leuchtfeuer des Lichts. Du strahlst für 6 Sekunden eine gesegnete Aura aus, die 116 Schaden verursacht, alle 0,5 Sekunden Feinden verwirrt verursacht, die sich in deiner Nähe aufhalten. Cool. Aber wir brauchen Gold. Das ist das einzig Wichtige gerade.
Ja, ganz vergessen, wir haben ja einen Giftangriff. Hab ich schon gar nicht mehr mitgekriegt. Machen wir uns mal ein bisschen schneller. Da ist Gold. Schön einsammeln. Weil die Feinde sind alle, naja, egal. Die scheinen wir auch gut momentan besiegt zu bekommen. Können wir mal gucken, ob hier irgendwo versteckt hinter den Bäumen Gold ist. Da war Gold. Haben wir das eingesammelt? Nein, haben wir nicht. Was ist denn jetzt? Säureregen. Das ist ja cool. Also es gibt schon richtig coole Fähigkeiten. Also irgendwo ist ein Boss. So, der Boss ist tot. Machen wir das hier einmal. Bisschen mehr Leben. Bisschen mehr Crit. Eingesteckten Schaden. Magnet. Dann können wir es vielleicht alles ein bisschen schneller anziehen, die ganzen Erfahrungspunkte, die hier so rumliegen. So. Blockkraft mal erhöhen. Also es spielt sich aber recht gut. Man muss ein bisschen mehr ausweichen. Aber gut, das haben wir mit allen, die Zauberfähigkeiten haben. Da müssen wir immer ausweichen. Das ist jetzt aber nicht weiter schlimm. So. Na, viel wichtiger ist, ob wir hier noch irgendwo Gold haben. Ja, wir brauchen unbedingt mehr Schaden, sehe ich gerade. Diese Schlangen leben viel zu lange. Die schießen nämlich mit Gift auf uns. Geht ja mal gar nicht. So. Wir brauchen Gold. Gegen Stein gelaufen. Ist hier irgendwo Gold? Gold, Gold, Gold. Also mit drei Sprüngen zum Ausweichen ist schon sehr angenehm, muss ich ja sagen. Weil ich stress dann ein bisschen. Oh, da ist Gold. Jetzt haben wir 60 Gold gesammelt, diese Runde. Ja, das müsste reichen für das Schwert. Warte, war es ein Schwert? Ne, war ein Zauberstab. Für die eine Spielfigur, die wir haben. Dann könnten wir jetzt eigentlich mal uns in eine Ecke stellen und die Feinde umnieten. Oh, da war noch Gold. Alfred, den gefallenen König. Oh, oh nee, er. Nein. Nee, komm, lauf weg. Oh, wie lange geht seine blöde Attacke? Ja, fall doch mal. Haut um. Geht doch. So. Nee. So viele Fähigkeiten auf einmal. Oh, Gift. Gift ist immer gut. Ein bisschen Gift. Schadet nie. Nur in der Ecke hier unten sehen wir nicht sonderlich viel. Stehen so viele Bäume im Weg. Irgendwas zaubert hier schon wieder. So, immer drehen, drehen, drehen. Da, 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 da. Ja, jetzt haben wir auch noch Schaden. Also
Ecke ist mit... Nein, was? Ecke ist mit dem wohl eher nicht so gut. Wie? Warum jetzt? Wussten? Hä? Hauptsache der nächste Boss. Ja, jetzt haben wir aber Schaden einkassiert, du. Oh. Ja, oh, fall doch tot um. Mensch des Kinders. Kann ja wohl nicht sein. Es ist irgendwie gerade etwas voll. Wir laufen mal einmal hier im Kreis. Ah, oh, cool. Heilkristall. So. Jetzt lassen wir die schön hinter uns herlaufen. So, immer mir nach, bitte. So, alle einmal hier reinstellen. Und dann lasst euch mal bitte töten. Also wir machen mit dem auf jeden Fall weniger Schaden. Und kassieren auch ganz schön, also. Wir haben ja Level-Regeneration, aber... So richtig viel bringt das jetzt ja nicht. Oh, das Gold, Gold, Gold. Einsammeln. Und unser Bereich zum Einsammeln der Erfahrungspunkte ist auch nicht so schön groß. Aber zum Glück haben wir einen dritten Sprint erhalten. Da oben ist Heilung. Aber es scheint so, als würden wir eventuell, wenn uns die Schlangen jetzt nicht... Was ist denn jetzt hier? Oh, was zum... Boah, was stimmt denn mit ihm nicht? Was hat der für eine Riesenattacke rausgehauen? Oh, Blitze herbeirufen. 7 arkane Säulen. Die Fähigkeit kennen wir auch noch nicht. Hört sich sehr gut an. Da, 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 da. Zum Glück haben wir diesmal nicht so viele Bodenfähigkeiten, die uns die Sicht versperren. Ey, was jetzt? Beende ein Spiel, was? Oh Gott, ich habe es gar nicht so schnell lesen können. Wir haben es mit dem hier in unter 12 Minuten geschafft. Das heißt, gab einen Erfolg. Cool. Ja, Dingens schaffen wir im Leben nicht. Also genug Gold haben wir gesammelt. Hm. Na gut, unendlich wissen wir auch nicht, was nach Level 1 kommt. Und das war, glaube ich, einfacher wie das hier, oder? Wir gehen da mal reingucken. So. Können wir mal gucken, was steht denn da? So können wir es besser lesen. Danke. Also... Die werden immer resistenter. Gar nicht gut. Körpermasse des Feindes plus 500? Also jetzt sind zielgerichtete Fähigkeiten eher nicht so gut.
und auch Verbrennen verursachen, Gift verursachen. Es wirkt immer weniger bei denen. Also müssen gucken, dass wir die gut schnell töten. Aber die stellen sich ja auch alle schön brav hin. Das heißt, wir können sie gut schnell mit unserem Lichtstrahl hier anvisieren. So. Ja, Mehrfachwirkung auf den Kettenblitz. Das sowieso, ne? Und die kommen so schön nah. Das ist echt gut. Da haben wir eben ernsthaft 9 Schaden kassiert. Ah, jetzt kommen wieder die blöden Zauberer. Müssen wir uns wieder bewegen. Wer will denn sowas? Ein Spiel, in dem man sich bewegen muss. Oh, ist ja voll normal. Na gut, sonst wäre es auch viel zu einfach. Also die Potato drumherum stehen. Glaubt ihr, die Fähigkeit haben wir jetzt erst einmal bekommen? So. Mal ein bisschen schneller werden. Boah. Das Spiel will nicht so. Da. Und der Hammer, der so rumfliegt. Voll genial. Wir sind Tor in billig. Obwohl, unser Hammer sieht besser aus. Der ist Gold. Da, da, da. Nein, mein... Oh Gott. Was zum... Er hat uns einmal getroffen. Wir kriegen zweimal Schaden. Was soll denn der Scheiß? Ich wollte gerade zur Seite springen. Was soll denn das? Ja, wir machen gar keinen Schaden. Was zum Henker? Jo, warum machen wir denn gar keinen Schaden? Der lebt ja viel zu lange. Lebt immer noch. Oh, ein bisschen viele rote Flächen auf dem Boden, ne? Oh, der stirbt nicht. Was stimmt mit dem nicht? Jetzt greift er uns auch noch an. Ja, Alter, jetzt geht doch mal drauf. Katastrophe. Also, der hat aber ganz schön lange gelebt. Also wir brauchen viel mehr Schaden. Also er spielt sich nach wie vor super, aber... Oh, falsche Richtung gesprungen. Aber wir machen gerade gar keinen Schaden. Und man sieht hier, die leben ja ewig. Und wenn man einmal an einem Gegner hängen bleibt, ist gar nicht gut. Für unseren Hammer müssen wir auf jeden Fall jetzt erstmal noch Crit erhöhen. Was zum... Geht's, oder?
Die spinnen ja wohl. Warum leben die alle so lange? Die wollen uns jetzt aber ärgern. Naja, machen wir Rüstung, ne? Ja, hier schön in einer Reihe stehen. Sehr nett. Episch, episch, hört sich immer gut an. Ja. Mal mehr Leben können wir, kriegen wir eh nicht mehr voll, aber können es ja mal probieren. Immerhin erhöht das ein bisschen unser Leben. Wird ja prozentual angerechnet, also. Mal weniger Schaden jetzt dann doch einstecken, wa? Oh ne, da ist er. Der Eisfatzke. Von dem ich wieder die blöden Fähigkeiten nicht sehe, weil hier so viel los ist. Ja, oh nee, ist klar. Mhm. Ja, völlig normal. Mhm. Alter, macht hier auch irgendwas keine Fähigkeiten auf dem Boden? Boah, ich sehe nicht mal, wo er ist. Also. Eieiei, schon wieder ganz schön stressig. Aber es macht Spaß. Und das ist die Hauptsache. Es soll ja auch schon schwer sein, sonst wäre ja langweilig. Da, da, da. Unser Hammer fliegt so schnell hin und her, dass ich ihn kaum noch sehe. Oh nee. Da wollen wir hin. Haha. Als hätte ich das geahnt. Oh, hier ein bisschen was einsammeln. Wo ist jetzt eigentlich der Boss hin? Nein, voll in seine blöde Eisfläche gelaufen. Ja, stirb halt, ey. Also seine Dinger, die er wirft, die machen diese Flächen. Bis jetzt habe ich ihn ja immer sehr schnell umgeklopft gekriegt. Da ist mir das nie aufgefallen. Diese Eisstacheln, die er auf dem Boden verteilt. Die machen diese Fähigkeiten. Oh, da ist er tot umgefallen. Oh. Aber seine blöden Fähigkeiten bleiben da. Ist ja nervig. So, mal gucken. Irgendwo müssen ja hier die ganzen Erfahrungspunkte rumliegen. Ja, da. Wo waren wir denn mit dem Boss? Waren wir hier irgendwo? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also da sind Erfahrungspunkte. Da. Oh, guck mal, die stehen alle schön artig in einer Reihe. Oh, sind sie alle gestorben. Oh. Da, 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 da. Wie Wächter, was? Warum? Da. Da, 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 da. Da, da.
Oh, guck mal, ganz viele Erfahrungspunkte. Alle meine. Meine. Alles meine. Ich habe den Boss aus den Augen verloren. Da ist er. Da. Da. Die Spinnennetze sind dann auch etwas problematisch, sage ich mal. Weil die uns gut langsam machen. Aber ich bleib viel öfter an Gegnern hängen. Aber echt gut, dass wir einen dritten Sprung haben. Hä, was ist denn jetzt? War gerade so schön im Flow. Nein. Da lang. Oh Gott. Welcher von denen ist denn jetzt der Boss? Die sehen alle gleich aus. Oh, der da war's. So. Den Kristall vom Boss hätte ich gerne. Danke. Da. Also dafür, dass wir den das erste Mal spielen, macht er sich gut, der Charakter. Und da ist der nächste Boss. Ist G kaputt. Wir haben doch eben gerade den anderen getötet. Wie schnell haben wir denn so viele Feinde getötet? Ja, 79 Schaden. Nichts von dem hat mich... Oh, das ist schon wieder dieser Lauffatzke hier. Solange der sich nicht dreht, ist der voll in Ordnung. Was zum Henker macht denn hier schon wieder so viele Flächen auf dem Boden? Oh nee, er dreht sich schon wieder. Oh, ohne den dritten Sprung wären wir zu langsam. Ja. Oh Gott, ich dachte, er dreht sich schon wieder. Da. Oh nee, er dreht sich. Der Typ ist doch eigentlich ein Kreisel. Was ist er denn? Ah, oh, da ist er. Da habe ich kurz aus den Augen verloren. Okay. Haben wir Schaden bekommen oder er? Diese roten Flächen auf dem Boden, ne? Nein, oh, nee, ich bin in seinen scheiß Wirbel gelaufen. Nee, da, oh, da ist zu Ende. Da. Oh, guck mal, ein Heilkristall. Der ist aber gut positioniert gewesen. Hä? Nein, ah, Drehkreisel kommt. Davon brauchen wir nichts. Wir nehmen das da. Da. Ah, guck mal. Oh. Da. Schneller wird bestimmt gut. Auch wenn kein Boss aktiv ist, sind die Gegner voll nicht so schlimm. Die werden erst schlimm, wenn hier ein Boss aktiv ist. Ganz gechillt hier durchlaufen. Ein bisschen einsammeln. Wahrscheinlich kommt gleich instant der nächste Boss. Da. Nee, was, wo, wie, welcher ist es? Kack, wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Ach, da ist er. Ist nur dieser Gift-Heini. Der ist ganz easy. Und zack, sind wir tot. Ah, ja, klar. Man sollte sich natürlich nur nicht in seine Giftflächen reinstellen.
guck mal, fast keine roten Flächen auf dem Boden. Oh, machen wir das. Was soll denn? Hallo? Echt nur, wenn der Boss aktiv ist, sind hier super viele Gegner mit Bodenflächen. Voll der Trick. Da, da. Wenn ich jetzt auch wüsste, welcher von denen schon wieder der Boss ist. Oh nee, die bleiben auch ewig liegen, diese Bodenflächen. Müssen mal... da. Ein bisschen runterkloppen hier. Und zusätzlich natürlich jetzt noch Schlangen. Ist ja klar. Mhm. Es werden immer mehr Gegner. Da, da, da. So, dann laufen wir jetzt mal hier lang, wa? Oh, nee. Sag mal. Also entweder ist die Karte hier viel kleiner, als ich dachte. Oder der hat echt überall schon Gift hinterlassen. Da, da, da. Also die Güte einfach zu verrecken hat er wohl auch nicht. Cool, wir haben gewonnen. Jetzt können wir mal gucken, was nach unendlich 1 kommt. Krass. Okay. Also einfach Stufe 2 dann. Ich würde jetzt zu gern irgendwie... Gottes Willen, warum sind jetzt schon so viele Bodenflächen? Ja gut, ich glaube, das überleben wir nicht mal bis zum ersten Bus. Also. Körpermasse des Feindes. 1000% mehr. Ja, nee, ist klar. Dann müssen wir den ja 5 Minuten lang umprügeln. Oh Gott. Eieieiei. Ja, dann, oh ja, nee, hauen wir erstmal ein bisschen Gesundheit oben drauf. Solange wir noch welche haben, erhöhen wir jetzt erstmal unsere Gesundheit. Schaden wäre auch gut, aber die fallen ja auch einfach so tot um. Wir brauchen das ja nur unbedingt hier für den Boss. Ah, cool. So weit kamen wir noch nie. Und das, obwohl wir den das erste Mal spielen. Und der gar nicht gut gepanzert ist und so. Also nicht viel Rüstung hat und sowas. Weil er ist ja Magier. Wow, wo sind denn die ganzen Gegner schon wieder? Hä? Oh, das Spiel will nicht mehr. Keine Feinde. Wo sind die denn alle? Also unser Kettenblitz geht ja auch quer über die halbe Karte, also.
Ja gut, da hätten wir jetzt Leben auswählen können. Ich habe es gesehen. Ich habe es nur zu spät gesehen. So, wo liegen denn hier noch Erfahrungspunkte rum? Ich stelle mich jetzt einfach mal hier hin und warte. War eine super Idee. Ja, ist klar. Wir waren außerhalb seines komischen Bereichs. Also mal im Ernst. Das Spiel cheatet. Kriegen Schaden, obwohl wir nicht mal in seinem dämlichen Wirkungsbereich stehen. Ja, eliminiere Lords. Ja, haha, nee. Wir stehen hier und spielen, also. Glaubt der denn, was ich hier mache? Ja, ist klar. Der ist jetzt einfach tot umgefallen, oder was? Wieder verarschen. Unsere Fähigkeiten sind erstmal auf Stufe 11 und eine sogar noch auf 9. Und trotzdem haben wir es in Unendlichkeitsmodus 2 geschafft. Ergibt ja mal gar keinen Sinn. Das ergibt null Sinn. Oh, der hat mir doch hier eben einen Heilkristall angezeigt. Wo ist denn der hin? Wahrscheinlich ist er weg. Naja, heilen wir uns halt übers Leveln. Kennen wir ja nichts. Aber echt mal viel zu wenig Gegner. Der Kettenblitz ist natürlich ultra. Deswegen habe ich hier unten hingeklickt. Also ich bleibe ganz schön oft in den Gegnern hängen. Aber der Kettenblitz rasiert super. Mal können wir auch ewig lang auf einer Stelle stehen. Und dann nicht. So. Warten wir mal auf den Boss. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir hätten die Fähigkeiten schon auf 20 oder so. Scheinbar kommt. Also, wenn der Boss kommt und wenn der Boss stirbt, hakt das Spiel extrem. Aber gut, ist Early Access und so schlimm ist auch nicht. Man. Ist doch nicht schlimm. Also, das Spiel macht super Spaß. Wer das jetzt schlimm findet, soll sich mal nicht so anstellen. Also, ganz im Ernst. Dafür hat das keine Fehler. Also, momentan. Wie so ein Triple-A-Spiel. Oh Gott, da habe ich nicht aufgepasst. Ich bin fast draufgegangen. Oh. Immer wenn ich nach vorne springe oder zur Seite, öffnet sich das. Was ist denn jetzt? Fenster für Verbesserung. Oh Gott, wir sind gerade dem Tod von der Schippe gesprungen. Einmal. Das ist jetzt, gefällt mir gar nicht. Wir sind einmal gestorben. So ein Dreck. Oh, lass mich in Ruhe jetzt mit deinen Fähigkeiten. Cool. Wir haben gerade Crit mit 1,5 Millionen rausgehauen. Ist der Boss tot umgefallen. Ja, jetzt haben wir hier wieder so gar keine vernünftigen Gegner, bis der nächste Boss kommt.
Da war keine rote Fläche. Was hat uns getroffen? Ist ja gemein. Noch ein paar Erfahrungspunkte einsammeln gehen hier. Mal ein bisschen Leben wiederherstellen. Da, 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 da. Bisschen ärgerlich, dass wir jetzt einmal gestorben sind. Aber wir haben ja zum Glück zweimal dem Tod von der Schippe springen. Als Fähigkeit. Aber sind die schon wieder alle hin? Wie soll man den Gegner besiegen, damit der Boss kommt, wenn keine Gegner sind? Hm. Da sind noch welche. Hier sind ein paar. So, gleich kommt der nächste Boss. Schön hier oben hinstellen wieder. Wir wissen ja nicht, welcher das ist und wie weit wir laufen müssen. Oh, guck mal, da sind Feinde. Oh, nee. War das der mit diesem Drehkreisel? Ich sehe wieder nichts. Nein, es war der mit dem Drehkreisel. Oh, nee. Komm, lass mich weg hier. Aber solange er nicht diese Drehattacke macht, mir das eigentlich egal. Nö, Drehattacke. Ja, oh, nee, was zum... Hä? Habe ich das gemacht? Wo ist er denn? Ach, da. Oh, nee, also... Geh mit deinem Drehkreisel woanders hin. Hat ihm nie einer gesagt, dass er nervig ist? Ich sehe gar nichts mehr. Ja, krass, wir sind zweites Mal gestorben, weil ich nicht ausweichen konnte. Ach, das macht doch das Spiel mit Absicht. Genau diese Fähigkeiten aufploppen lassen. Weißt du hier, das hier, wenn du gerade ausweichst und der Boss dich angreift. So. Im Ernst, ist doch Absicht. Ah ja, klar, und jetzt der Boss einfach tot umgefallen, oder was? Jetzt mich doch verarschen. Was zum Henker? Krass, wir sind 12 Stufen aufgestiegen. Hier, guckt euch das an, die sterben jetzt noch. Diese Sacknasen da. Oh, cool. Level 143. Ja, super. 3 von 5. Nicht mal so ein Drecksboss hat uns gekillt, sondern irgend so ein Hillbilly da. 1888. Die 1 ist ein bisschen störend, aber ansonsten. Hm. Also der hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und jetzt sollten wir auch genug Gold haben. Und wir wissen endlich, was nach unendlich 1 kommt. Cool. So, dann... Stellen wir dem noch kurz seinen komischen Zauberstab her. Oh ey, wir können ja ihm jetzt auch einen herstellen. Der ist ja Stufe 10. Aber wem wollten wir eigentlich was herstellen? Ich das jetzt noch wüsste. Ich glaube dem da. Ja, dafür brauchten wir Gold. Warte mal, das kostet 2 davon. Gut, der kostet 5 grüne. Nicht, dass wir jetzt hier... Okay, dann stellen wir dem mal seinen Zauberstab her. So.
Und dann der Elementalist. Dem können wir ja auch eine Waffe herstellen. Oh, was man da alles für braucht. Also, das Zepter des Frostes. Da müssen wir ja auch Frost spielen mit dem Elementalist dann. Kritische Trefferchance besser, Rüstung ein bisschen weniger, Wirkhäufigkeit von Zaubern mehr und oh, er macht uns noch langsamer. Aber dafür machen wir die auch langsamer, also ist gar nicht so schlimm. So. So. Also, haben wir aber richtig gut was geschafft heute, würde ich sagen. Haben uns den hier schön angeguckt. Und wir sind jetzt für den ersten Versuch mit ihm am weitesten gekommen überhaupt. Und den hier will ich halt furchtbar gern haben. Ich weiß auch nicht, was der macht. Aber der sieht halt cool aus. Aber dafür müssen wir Overlord Modus Zyklus 2 abschließen. Ist ja voll brutal. Das klappt bestimmt ein mit dem und der unteren hier. Und als nächstes gucken wir uns dann einfach den hier an. Gut, dann hoffe ich, hat es euch auch gefallen. Und könnt gerne abonnieren, liken und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein!